Gewalt von Hyrule, vom heiligen Bannschwert erkoren. Du hast unerschütterlichen Mut und vollendete Schwertkunst unter Beweis gestellt. Ich segne dich im Namen der Göttin Hylia. Ob du durch die Lüfte fliegst, durch die Zeiten wandelst oder in die Schatten eintauchst. Das Schwert ist immer ein Teil deiner Seele, o Held. Du und das Bannschwert, ihr möget von Kraft, von Mut und von Weisheit erfüllt sein. O Bannschwert, das unvorstellbare Zeiten überdauert. Mann, oh Mann. Geht's noch dramatischer? In der Hand des Helden. Was redest du da? Der edle Ritter ist jetzt ihr Leibwächter. Diese alte Zeremonie dafür nachzuäffen war doch deine eigene Glanzidee. Die Meere überquert oder eine Verbindung mit der meine Meinung zu dem Burschen kennt ihr. Und die Prinzessin sieht auch nicht gerade begeistert aus, oder? Bei ihr ist es kein Wunder. Er hat sein Schicksal erfüllt, sie dagegen konnte es nie. Tja, er erinnert sie stets an ihr Scheitern. Hero of Hyrule, chosen by the sword that seals the darkness. You have shown unflinching bravery and skill in the face of darkness and adversity, and have proven yourself worthy of the blessings of the goddess Hylia. Whether skyward bound, adrift in time, or steeped in the glowing embers of twilight, the sacred blade is forever bound to the soul of the hero. We pray for your protection. And we hope that the two of you will grow stronger together as one. Forged in the long distant past. Gee, this is uplifting. She's making it sound like we already lost. Wasn't this your idea? You're the one who wanted to designate the appointed knight with all the ceremonial pomp, grandeur, and nonsense we could muster. And if you ask me, the whole thing does seem to be overkill. I think I'm on the same page as the princess regarding this boy. Oh, give it a rest. That boy is a living reminder of her own failures. Well, at least that's how the princess sees him. Wir sind soweit. Endlich ist es uns gelungen, die Wächter zu aktivieren. Wir sind ganz nah dran. Wir müssen die Wächter und die Titanen nur weiter studieren. Dann könnten wir uns vielleicht zur Wehr setzen, wenn die Verheerung Ganon tatsächlich zurückkehrt. Was tut ihr hier? Wir haben uns das Experiment mit den Wächtern angesehen. Wenn wir diese antike Technologie beherrschen, sind wir der Verheerung Ganon nicht hilflos ausgeliefert. In der Tat. Die Erforschung dieser Relikte ist von höchster Wichtigkeit für unser Königreich. Aber als Prinzessin von Hyrule hast du weit bedeutendere Aufgaben zu erfüllen. So geht das nicht weiter. Wie lange wirst du noch vor deiner Verantwortung davonlaufen? Das tue ich doch gar nicht. Erst vor wenigen Tagen habe ich mich in der Quelle des Mutes gereinigt, dort gebetet und... Vergeude deine Zeit nicht mit diesen Relikten. Von jetzt an gibt es für dich nur deine Übungen und sonst gar nichts. Oder glaubst du, die Macht, die Verheerung zu versiegeln, fliegt dir einfach so im Schlaf zu? Natürlich nicht. Aber ich gebe ja schon mein Bestes. Das alles... bringt nur nichts. Bei der Erforschung der Relikte könnte ich wenigstens... Spar dir deine Ausflüchte. Von heute an ist Schluss damit. Ich verbiete jede weitere Beschäftigung mit diesen Relikten. Widme dich deiner Ausbildung an den Quellen. Weißt du, wie man am Hof über dich redet? Wie man dich hinter vorgehaltener Hand nennt?
Missratenes Prinzesschen heißt du da. Oder Prinzessin machtlos. Ich will, dass du ihnen das Gegenteil beweist. Ist das klar? Jawohl, Euer Majestät. Incredible. We're at a point now where we can actually control them. At the current rate, we'll soon know all we need to know about the Guardians and the Divine Beasts. And should Ganon never show itself again, we'll be well positioned to defend ourselves. What are you doing out here, Zelda? I was assessing the results of the experiment with the Guardians. These pieces of ancient technology could be quite useful against them. I know that. They are essential to Hyrule's future, and our research demands that we keep a close eye on them. However, as the princess, you currently have a crucial unfulfilled responsibility to your kingdom. Let me ask you once more, when will you stop treating this as some sort of childish game? I'm doing everything I can. I'll have you know that I just recently returned from the Spring of Courage, where I offered every ounce of my prayers to the goddess. And now you are here, wasting your time. You need to be dedicating every moment you have to your training. You must be single-minded in unlocking the power that will seal Calamity Ganon away. I already am. Don't you see? There's nothing more I can do. My hope is that you'll allow me to contribute here, in whatever way I can. No more excuses, Zelda. Stop running away from your duty. As the king, I forbid you to have anything to do with these machines from this moment on, and command you to focus on your training. Do you know how the gossipmongers refer to you? They are out there at this moment, whispering amongst themselves. That you are the heir to a throne of nothing. Nothing but failure. It is woven into your destiny that you prove them wrong. Do you understand? Yes, I understand.